Hallo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Das, was ihr gleich sehen werdet, ist ein wunderschönes Gameplay, wie man mit einer MP spielen kann. Was aber das Hauptthema heute ist, und zwar, ich habe 5 Tipps für euch vorbereitet, die mir im Laufe der letzten Tage beim Hardcore-Zocken eingefallen sind, die ich A, so noch nicht genannt habe und B, die viele Leute falsch machen und da wirklich einiges abbekommen. Ich will jetzt nicht spoilern, aber es geht um den Reiniger, es geht um den Prophet, es geht um das Perk Kugelweste, es geht um so viele verschiedene Dinge. Und ich habe versucht, das Ganze so kurz wie möglich zu halten, aber auch so erklärerisch wie möglich. Ich hoffe, da sind Sachen bei, die ihr noch nicht gekannt habt. Wenn euch das gefällt, ich sag euch das jetzt schon, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich über eine positive Bewertung freuen. Bei 5000 Aufrufen ist es auch immer ganz geil, so 300, 400 Likes zu haben. Ist einfach super. Und wenn ihr neu auf dem Kanal seid und euch der Content gefällt, was mich vielleicht auszeichnet, ich bin nicht so jemand, der irgendwie gekünstelte Emotionen raushaut, wie einige andere YouTuber, dieses sieht immer so total bescheuert aus und ist so behindert, vor allem, weil es eine Aufnahme ist. Die Leute wissen immer schon, dass das später gesehen wird. Also, lasst uns nicht drüber reden. Wenn es euch gefällt, wenn euch der Content gefällt, wenn ich euch gefallen, schickt mir eure Nummer, gebt mir euer Abo, dann würde ich mich drüber freuen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit den 5 Sachen. Erstmal zeige ich euch das Klassen-Setup von dem Saug-Gameplay, was ihr so im Hintergrund seht. Und damit ihr euch konzentrieren könnt, hört ihr gleich dann genau, was die 5 Sachen sind, die ich jedem nur ans Herz legen kann. Der Spaß hat, der vielleicht noch besser werden möchte, der vielleicht Anfängertipps schon übersprungen hat. Das sind eher Tipps für Leute, die, ich sag mal, etwas mehr Hardcore spielen. Nicht Hardcore im Sinne von der Spielmodus, sondern Hardcore von viel Zocken. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Ich bin raus für heute. Haut rein. Also Leute, das Gameplay, was ihr gleich seht, ist mit exakt dieser Klasse gespielt. Und ich bin der Auffassung, das ist die beste Sauklasse, die wir in diesem Game haben. Natürlich nehmen wir den Griff, weil gerade auf Entfernung ist der Rückstoß der Sau gar nicht so schlecht. Wir nehmen Schaft 1 dazu, damit wir ein bisschen beweglicher sind. Und schnelles Magazin. Wir haben nur 35 Schuss im Magazin. Schnelles Magazin ist absolut wichtig im Public. Was ihr nicht machen solltet, ist hier das Doppelschnellmagazin. Das ist absoluter Overkill, bringt euch nichts. Und doppelt Schaft könnt ihr gerne machen, dann habt ihr aber ein Problem. Euch fehlt nämlich dann Platz für eure Perks. Und ich sage euch, alle drei braucht ihr. Ihr nehmt Steam Injection mit, denn mit MPs wollen wir rushen, wir wollen schnell sein, wir wollen aggressiv spielen. Das heißt, wir wollen es auch schnell heilen können. Fangt nicht mit so einer Scheiße an wie Körperrüstung. Das gibt euch pro Leben ungefähr einen garantierten Kill und danach war es das für euch. Dadurch werdet ihr nicht besser. Genauso wenig Akustiksensor. Ich kann es nicht mehr sehen, dass Leute diesen Akustiksensor einpacken. Ihr werdet nach 6 Monaten in der Ecke sitzen und darauf horchen, ob jemand auf eurem Radar angezeigt wird. Nicht besser, ganz im Gegenteil. Das heißt, nehmt Steam Injection, nehmt Comstack-Gerät, wenn ihr sehr, sehr passiv damit spielen wollt, oder Ausrüstungsladung, wenn ihr einfach Lust habt, gewisse Spezialisten öfter zu bekommen. Dazu nehmen wir Plünderer, weil wir A, nicht immer crashen mit der MP nehmen wollen und B, die Munition wirklich sehr, sehr schnell alle geht. Dazu Kugelweste. Kugelweste hat ein paar Gründe. Zum einen wollen wir uns die Möglichkeit offenhalten, mit einem Firebreak zu spielen. Warum Kugelweste da hilfreich ist, werde ich euch gleich im Video noch erklären. Dazu, wir haben immer wieder das Problem, dass wenn wir auf Streaks gehen, wir meistens nicht von einer neuen Knall oder Erschütterung getroffen werden, sondern eher von einer Battery, die plötzlich aufgeladen ist, vielleicht von einer Stolpermine oder irgendwas, was man meistens erst nach ein paar Kills hat. Deshalb Kugelweste, dass ihr auf Dauer etwas sicherer seid. Und zusätzlich habt ihr hier die Möglichkeit Gung-Ho oder Gewandtheit. Bei der Saug habe ich das Gefühl, dass ich Gung-Ho brauche, bei allen anderen MPs habe ich Gewandtheit. Das obliegt ganz euch. Wenn ihr euch traut, ohne Kugelweste zu spielen, könnt ihr auch auf Speed gehen. Das ist dann Leichtgewicht und Gewandtheit. Das allerdings ist eure Entscheidung. Ich sag euch nur, auf hohe Streaks zu gehen, ist sehr riskant damit. Ihr seid dadurch, dass ihr kein Schnellziehen drin habt, relativ verwundbar mit Leichtgewicht, weil ihr sehr, sehr schnell unterwegs seid. Und ihr habt keine Kugelweste. Das heißt, ihr lauft noch schneller in Stolperminen. Und jetzt viel Spaß bei den 5 Tipps, die keiner kennt. Ich bin raus. Haut rein. Also Leute, wie versprochen, die 5 Tipps für euch, die keiner wirklich auf dem Schirm hat, die wenig Leute bedenken, die euch helfen, besser zu werden. Der allererste Tipp, und das ist etwas, was noch nicht die ganze Zeit so in COD ist und vor allem nicht in Black Ops 4. Das wurde erst mit dem vorletzten Patch, glaube ich, reingefügt. Und zwar die Option, die ZV-Zoom-Empfindlichkeit umzustellen. Früher war es so, wenn man im Zoom, das heißt im Scope, wenn man L1 gedrückt hat, wenn man gezielt hat, dann hatte man im Prinzip die gleiche Empfindlichkeit, als wenn man so normal spielt mit 6 oder 7 oder 8. Das heißt, ihr habt euch genauso schnell mit Zoom dann nach rechts und links bewegt, wie im Vergleich natürlich die Strafe Speed, also die Geschwindigkeit an sich ist da noch wichtig gewesen, die die Waffe hat, wenn man im Ziel ist.
im Scope als normal. Aber in diesem Fall ist es so, dass wir die Möglichkeit haben, unsere Sichtempfindlichkeit, das heißt so schnell, wie wir gucken können, jetzt unterschiedlich hoch oder niedrig setzen können, unabhängig davon, wie unsere Geschwindigkeit im Scope sein soll. Dafür gibt es die Option, in Startmenü bei Steuerung auf ZV-Funktion umzustellen. Da hat man die Möglichkeit zwischen 0,25 bis, ich glaube, 2,5. 1 ist die Standard, ich persönlich spiele auf 0,75 mit einer Empfindlichkeit von 6 und 6. Ich kann euch nur empfehlen, dass ihr von 1 ein Stück runter geht. Aus dem einfachen Grund, Black Ops 4 hat absolut beschissene Server, der Lag Spike, das heißt die Größe der Lags in dem Game ist extrem und ihr wollt die Möglichkeit haben, wenn ihr nämlich ein oder zwei Kugeln verschießt, trotzdem hauptsächlich auf dem Gegner zu sein. Und je höher die ZV-Zoom-Funktion ist, umso schlechter wird euer Aim. Das bedeutet, spielt mit 0,75, macht eure Sichtempfindlichkeit so hoch, wie ihr eigentlich wollt. Damit habt ihr die Möglichkeit, euch schnell zu bewegen, schnell umzugucken, aber trotzdem, sobald ihr im Scope seid und auf den Gegner schießt, sehr genau zu schießen. Natürlich gilt nicht für jeden 6 und 6. Formel spielt 5,5, Scum spielt 4,4. Nehmt nicht das, was andere gut haben, aber probiert es durchaus mal aus. Schaut mal, ob ihr eure Empfindlichkeit unabhängig von der ZV-Funktion irgendwie hoch oder runter stellen könnt, weil der Zoom, den ihr selbst einstellen könnt mit 0,75 oder 1,0, macht definitiv einen großen Unterschied. Der zweite Tipp, ich hoffe, es war nicht zu kompliziert, der zweite Tipp ist, das hat jetzt mit dem Reiniger zu tun und der Kugelweste. Seit dem letzten Update schützt die Kugelweste anstatt der Taktikmaske vor Verbrennung jeglicher Art. Was bedeutet, wenn jemand mit einer Shotgun und Drachenödem, das heißt diesem Aufsatz für die Shotgun, euch trifft und ihr habt Kugelweste, verbrennt ihr nicht auf Dauer, ihr nehmt weniger Schaden, überlebt es und könnt euch schneller heilen. Wenn euch ein Reiniger trifft, sterbt ihr nicht instant, ihr haltet sogar eine gewisse Zeit durch und könnt ihn währenddessen töten. Wenn ihr eine Hitzewelle abbekommt mit Kugelweste, dann habt ihr den Vorteil, dass ihr sehr, sehr lange überleben könnt und weniger Schaden nehmt durch das Perk Kugelweste. Und das Ganze kann man umdrehen, was viele immer nicht sehen. Und zwar, wenn ihr selbst Reiniger spielen wollt, nehmt Kugelweste mit. Ich habe es so oft erlebt, dass Leute die Hitzewelle eingesetzt haben und wirklich nur 3 oder 4 Sekunden das Ganze halten konnten, weil die Hitzewelle euch selber natürlich Schaden zufügt. Wenn ihr Kugelweste dabei habt, fügt eure eigene Hitzewelle euch dramatisch weniger Schaden zu. Was bedeutet, dass ihr anstatt 4 oder 5 Sekunden mit der Hitzewelle 10 bis 11 Sekunden aushaltet, ohne zu sterben? Was übersetzt auch bedeutet, ihr könnt viel mehr Schaden machen über eine viel längere Zeit. Dazu gibt es noch einen Tipp mit Kugelweste, an den, glaube ich, noch niemand wirklich gedacht hat. Ich beanspruche den einfach mal für mich. Und zwar folgendes. Wenn ihr eure Hitzewelle einsetzt, bekommt ihr für den Zeitraum, den ihr die Hitzewelle habt, unglaublich viel Lebenspunkte. Das heißt, wenn ihr mit 150 Lebenspunkten eine Hitzewelle startet, kann es vorkommen, dass ihr sehr, sehr viele Schüsse währenddessen abbekommt, weil die Hitzewelle euch absolut vor gegnerischem Beschuss safe. Ich glaube, ihr kriegt so ungefähr 250 Lebenspunkte extra. Wenn ihr jetzt also in einem krassen Gunfight seid und viel irgendwie in der Ecke seid und Gegner kommen, ihr habt nicht viel Leben, ihr könnt euch nicht heilen, nutzt die Hitzewelle einfach für den kurzen Moment. Haltet sie nicht ewig, dann sterbt ihr relativ schnell. Aber mit Kugelweste habt ihr die Möglichkeit, diese Hitzewelle für euch als sozusagen Schutzbarriere zu nehmen. Oftmals ist es so, dass sobald die Hitzewelle anfängt, einige Gegner schnell abhauen, damit sie dadurch nicht getötet werden. Und ihr habt die Chance, euch ein bisschen Zeit zu verschaffen, die Leute zu verschrecken. Merkt euch, ihr könnt euch heilen und sie dann pushen. Sie können sich nicht heilen in der Regel. Das auf jeden Fall noch ein weiterer Tipp. Der nächste Tipp. Ich sehe es ganz oft, dass Leute mit dem Prophet versuchen, krasse Gameplays zu erspielen und haben dann aber plötzlich irgendwie diesen Moment, wo sie statt 10 Schuss, den der Tempest hat, nur noch 5 Schuss haben, weil sie einen Gegner damit tasen und dann sofort hinterher den zweiten Schuss abfeuern. Es gibt 2 Optionen, die ihr mit dem Prophet machen könnt, um die Schuss wirklich auszunutzen und vielleicht Abschussketten zu erreichen. Der erste, ihr habt 10 Schuss damit. Wenn ein Gegner vor euch ist und getasert ist, dann könnt ihr ihn gerne noch verarschen. Ihr könnt auch über ihm tanzen, aber erschlagt ihn. Er ist One-Hit tot, wenn ihr auf dem Boden liegt. Wenn ihr auf ihn schießt, verwallet ihr 2 Schuss für einen Gegner, der sich nicht mehr bewegen kann. Und der zweite Tipp für euch, wenn ihr ein
angetastet habt, wartet kurz, guckt auf die Karte, ob das eventuell ein Punkt ist, wo noch andere Gegner spawnen können. Der Übertragungsradius von dem Prophet ist sehr, sehr hoch in diesem Game. Und wenn ihr ein bisschen Glück habt, könnt ihr aus einem, der angetastet ist, locker 4 oder 5 Kills rausholen. Das geht aber nur, wenn ihr ihn nicht sofort zu Boden streckt und dann sofort tötet. Ihr spart zum einen Munition mit dem Tempest, zum anderen habt ihr die Möglichkeit, mehr Kills damit zu machen, mit weniger Schuss. Das ist auf jeden Fall auch einer der Tipps. Ich habe das schon so oft gesehen, dass Leute das nicht beherzigen. Das ist Wahnsinn. Dann ein weiterer für euch. Wenn ihr auf Gameplays geht, wenn ihr was Gutes erspielen wollt, fast jeder, der einigermaßen okay ist in dem Game, nimmt sowas mit wie Drohne, Scharfschützennest, Kampfheli oder Scharfschützennest, Drohnengeschwader, Kampfheli. Nehmt nicht die Drohnen, das Drohnengeschwader, nehmt nicht den Kampfheli und auch nicht das Snipernest mit. Das hat einen einfachen Grund. Das Drohnengeschwader nimmt euch Kills in eurer unmittelbaren Entfernung weg. Es schützt euch zwar ein bisschen, nimmt aber viele Kills weg, wenn ihr auf dem Weg seid, vielleicht den Nuke zu machen. Gerade wenn die Gegner vor oder hinter euch sind. Das zweite, das Scharfschützennest, wird sehr, sehr oft von Leuten gespielt. Und wenn es oben ist, von einem Teammate, könnt ihr es nicht mehr rufen. Was eben bedeutet, es ist keine gute Idee, das dabei zu haben. Es ist eine Streak, die derzeit keine Kills macht. Und dasselbe gilt für den Kampfhelikopter. Wenn das Scharfschützennest oben ist, von irgendeinem oder von euch, könnt ihr den Kampfhelikopter währenddessen nicht nutzen. Das heißt, wenn ihr ein Klassen-Setup wollt, mit wie das hier, und ordentliche Streaks dabei haben, nehmt die Drohne mit. Die Drohne ist immer wichtig für euch, einfach, dass ihr eure Streaks weiter aufbauen könnt. Es wird sowieso schnell gegeiert. Nehmt dazu den Thrasher mit, der macht unglaublich viele Kills mittlerweile, ist unglaublich gut, ist unglaublich lang auf der Karte und kostet nicht mal so viel wie der Kampfhelikopter und das Einsatzteam dazu. Beides kann von Zero nicht gehackt werden und es fuckt euch nicht allzu hart ab. Ich hoffe, die Tipps haben euch gefallen und haben euch vor allen Dingen geholfen. Ich bin raus für heute. Haut rein.